Aber das ist halt der Weg zur Hauptmission. Schauen wir mal. Ich bin hier irgendwie gefangen. Smaragd. Ich muss ja irgendwie hier rüberkommen. Mal, wir sind überall Felsen. Ich schau mal da drüben. Vielleicht ist da irgendein Weg, den ich noch nicht gesehen habe. Die Stelle. Was mit den felsigen Gebieten hier ein bisschen verwirrend. Ich glaube, das war auch nicht der Weg. Nope, das hatten wir auch schon. Mache gut. Hier ist auch nicht der Weg. Was ist das hier? Warte mal. Das Symbol habe ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Sehr gut. It's a trap. Wow. Soll das einfach nur den Berg symbolisieren oder was? Okay. Ich werde hier niemals wegkommen. Ah, warte mal. Ich muss das... Ah, nee, ich hab's vergessen. Sorry. Ich war gerade ein bisschen verpeilt. Ich war gerade verpeilt. Alles gut. Ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. Jetzt hast du es. Ja. Ich war verwirrt. Wie immer. Ich glaube, es ist kein Trap, das ist die alte Republik.
Oh, neue Gegner, oder? Sieht so aus. Wächter des Baus. Mache Gegner gefrorene wie brennende schockfällig. Seltene Mu-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Den stets wachsamen Mu entgeht nichts und ihr Gedächtnis ist legendär. Für ihre Beute gibt es kein Entkommen mehr, wenn sie die Fährte einmal aufgenommen haben. Ich habe einfach nur vergessen, was das Ziel war, weil ich nur was anderes gemacht habe. Das war das Problem gerade. Das sogenannte Mu-Netzwerk ist genauso komplex wie das Informationsnetzwerk, das mein Meister und ich aufgebaut haben. Mit ihrem buschigen Schwanz sehen sie verdammt süß aus. Davon sollte man sich aber nicht täuschen lassen. Wenn wir mehr Daten sammeln, wäre es uns möglich, die Funktionsweise des Mu-Netzwerks besser zu verstehen. Damit könnten wir auch unser eigenes Netzwerk weiter ausbauen. Okay. Ich glaube, Stimmung auf die Dreh. Ja! Es hagelt! Ziemlich schwach. Es macht Spaß, diesen Kampf zu tun. Es ist aus. Ich bin schon direkt tot, ey. Keine, das sollte reichen. Auf Nummer sehen. Ja. Ja. Nichts überstürzt. Auf Onkel Barrett ist verlassen. Ich zähle auf dich. Die Arbeit. Das tut ihr macht das großartig! Ja! Gegner setzen! Genug? Tschüss! Zerberste. Ach Mensch, warum machst du das denn? Ja! Zack, nimm das Zuschlag! Dann los, alles rund und klar! Ja? Ja, ist er Same nicht. Die restlichen Zielvorgaben können wir auch später noch nachholen. Ja. Aber wir haben schon mal das 2. Habe ich wenigstens nicht mehr den Zeitdruck. Bravo! Das war ein fantastischer Kampf! Diese Daten sind unglaublich wertvoll! Mein Meister hat damit eine neue Kampfsimulation erstellt. Damit wäre alles gesagt. Es gibt nichts, was ich noch hinzufügen könnte. Ja, schön für euch. So, nochmal den Kampf wiederholen. Vielleicht kriege ich es jetzt hin. Ich hab's auch hingekriegt. Übernimm mal. Ich dachte, ich muss es bei den Feuer und den Eis machen. Aber es hat eins gereicht, okay. Na dann ist ja easy peasy.
Guti gut. Ich mag das hier, ist so schön düster. Danke, danke. Das erinnert mich an Dämmerwald in WoW. Darkness? Light. Nein, Flo, nein. Ich habe mir das so gut abgewöhnt. Die Mehrheit. Ich bin ja nicht überzeugt. Sümpfe können schließlich bodenlos sein. Und dann schwimmt da auch noch diese Riesenschlange drin rum. Aber für die Chocobos sollte es kein Problem sein. Vertrauen wir ihnen einfach, ja? Nee. Oh, du bist in dem Gebiet. Hm. Bist du da schon gewesen? Ich hab nicht mitbekommen. Früher glaubten die Menschen, dass der Zorn des Titans verantwortlich für Erdbeben sei. Das Erntedankfest in Kalm wurde ursprünglich abgehalten, um Titan ein Opfer darzubringen und ihn damit zu besänftigen. Hm, ja, ich auch, Flo. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht direkt. Ich wollte eigentlich nur Nebenaufgaben weitermachen. Ich hoffe, er wird bestimmt anstrengend. Oh, es wird noch sehr viel Anstrengendes kommen. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Sehr gut. Dank deiner Hilfe konnte ich die Analyse aller Kristalle aus den Graslanden abschließen. Damit kann Titan zu einem noch stärkeren Mitstreiter werden. Herzlichen Glückwunsch. Oh, aber dir fehlt noch die entsprechende Materie, wie ich gerade sehe. Versuch dich erstmal im Simulator am Kampf mit der Esper. Oh, wir haben Dark beschworen. Oh, die Atmosphäre ist direkt hier sehr bedrückend. Sehr krass. Speicher mal sicherheitshalber. Ich weiß halt nicht, was jetzt so passiert. Machst du halt durch? Machst du lang? Ich aushalte. Ich bin noch ziemlich fit. Ich habe ja auch mein Energy vor kurzem erst geöffnet, also. So, das andere ist hier drüben. Wie komme ich denn da jetzt an? Ich schicke dich dann ins Bett, wenn ich von der Arbeit heimkomme. Das kannst du gerne machen, Flo. Okay.
Gut, dass ich diese Punkte-Sache nicht mehr habe. Das würde ich euch sehr böse nehmen, wenn ihr die einlöst und ich muss dann ausmachen. Ich hatte nämlich mal so eine Punktezahl, Kanalpunkte, dass ich dann halt wirklich ausmachen muss. Das wurde einmal eingelöst bei Ghost of Tsushima. Habe ich aber auch sehr übertrieben. Da wollte man mir einfach mal die Pause gönnen, dass ich mal wirklich mich hinlege und mich ausruhe. Da habe ich es halt auch sehr hart übertrieben. Bei FF hat es doch eh nicht gezählt, genau wie Freitag. Freitag hat nicht gezählt, genau. Weil Freitag ist ja mein langer Streamtag, genau. Aber das habt ihr an einem Samstag eingelöst, also okay war das. Ja, das weiß ich. Dankeschön. Ach, ich finde das gerade so geil. So dieses düstere Moorgebiet hat auch so ein bisschen was von Witcher. Ja, einfach so diese Atmosphäre, Floris. Du wirst schon sehen, wenn du da bist. Aber für Orientierungslose ist das echt scheiße hier. Kann ich ja auch schon mal sagen. Ich weiß gerade nicht, wo ich hinlaufe. Das ist da oben irgendwo. Hä? Klapp nochmal. Dann nicht so geil. Gerade ist so. Verwirrung. Nee, nee. Das heißt, du wirst später noch den Weg suchen, wenn ich zu Hause bin? Ja, wahrscheinlich. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann sucht sie den Weg heute noch. Ich habe ja halt auch Hoffnungen, dass ich hier vielleicht noch irgendwelche Truhen oder sowas finde, aber nichts da. Schade. Hätte er sein können. Ich provoziere es gerade, ne? Oha, diese Warnung vom Spiel, ne? Okay, sehr gut. Hinten war ich auch noch nicht. Hallo, May. Hier kann man auch durch, okay. Da ist eine Kiste. Ja, die Suche hat sich gelohnt. Da vorne.
Was? Da ist Zephyros. Wirklich? Kommt schon. Ja, cool, da will ich jetzt aber nicht hin, hä? Ich will erkunden, lass mich in Ruhe. Ah, ich höre nichts. Ich meine, einfach Hallos hier, bist du da. Ich mach das. Ja! Verzieh dich! Jetzt oder nie! Genug! Ja! Da! Ja! 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 Ich wollte nur die Kiste haben, lass es. Volle Konzentration. Okay. Weiter geht's. Ich höre komische Geräusche, aber sehe nichts. Ich weiß nicht, was das hier gerade ist, aber macht mal vielleicht die, die es nicht hören wollen, weil ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas Story-Relevantes ist. Macht mal kurz den Ton besser komplett aus. Weil ich weiß es halt nicht. Das ist ja gerade so random. Also ich gehe mal da kurz hin, ne? Single bisschen Justin Timberlake. Okay, mach das. Ich sehe keinen Zephyros. Ich auch nicht. Ne, hier stöhnt nur einer rum, alles gut. Okay, wir rudern zurück, der stöhnt rum. Oh Leute, muss eh in 3 Minuten los. Wow. Wow. Ja, alles gut. Ich dachte jetzt nur. Hätte er sein können. Wo ist die Zeit hingegangen? Na, die ist jetzt weg. Ja, das Gebiet gibt mir auf jeden Fall ganz kritische Vibes hier. Ich glaube, oh nein. Wir haben es bald geschafft. Dann los. Oh nein. Ja, nee. Hey, wo wollt ihr denn jetzt hin? Toll, jetzt sind meine Schokobos weg. Er hatte sich als Insel getarnt. Oh, fuck no! Ich höre Musik. Wunderschöne Musik! Ah! Kann ich schaffen. Okay, ja. Ich ahne, was passiert. Ja, wird wunderschön, Flo. Und von daher gehe ich jetzt auch schon mal arbeiten. Viel Spaß. Alles klar, Flo. Gute, ruhige Geschichte und so, ne? Ich habe auch ganz viel Spaß. Was? Dann übernimm. Wurde schon angedeutet. Es geht los. Nachschlag. Den Kopf angreifen. Aber aufpassen. Sieht immer noch hungrig aus. Oh mein Gott, Alter. Adios, Flo. Zieh dich zurück. Ja, klar. Okay.
Mhm. Zurück! Ja, reißt du noch mehr aus? Nein, nein. Absorbiert sie etwa Hitze? Bedeutet sicher nichts Gutes. Abstand halten. Übernimm du. Jetzt hab ich dir das sagen. What the fuck? Ist das ein Enden? Wir müssen wechseln. Eine Heilung vertragen. Das tut weh. Ja. Ja. Sehr gut. Nichts überstürzt. Hier kommt Barrett. Du bist am Zug. Überlass das mir. Vorsicht, er lauert uns auf. Oha! Jetzt erst recht. Ja, wir spielen Snake gerade, genau. Boah, wie krass das aussieht. Wir holen dich da raus. Na, also, auf die Trail. What the fuck? Beenden wir so lange. Oh, die Musik, Alter. Wurde schon ungeduldig. Da, also. Das tut weh. Los, gib alles. Ich gebe nicht auf. Ich übernehme. Ja. Halt durch, ich hol dich heraus. Da, also. Geht klar. Ballert gut, richtig geil, ja. Bild ich mir das ein oder ist die Schlange auf einmal rot? Los! Auf hin! Hopp! Auf dem Weg! Ein Barrett-Spezial! Du bist noch zu! Boah, Alter, arme Tiefe, ey. Los geht's! Kein Glück! Weiter! Bin dabei! Scheiß wie du. Ich bin gerade voll überfordert, ey. Arme Tiefe, was höre ich da bitte? Die arme Tiefe halt. Muss das beenden.
Boah, perfekt geblockt, du kleine Ratte, du. Volle Kraft. Wir sehen dir wirklich alles. Komm schon, gib alles. Und tschüss. Ja? Ja? Ja, aber in wen tiefer die Arme? Sag ich nicht, ich muss sie selber sehen. Ist er weg? Nu! Oha. Sephiroth? Er ist so unglaublich stark. Die da verfolgen ihn ganz bestimmt auch. Ja, mich beschleicht das gleiche Gefühl. Dann hinterher. Ja, nice. Haben wir dann auch schon erledigt. War jetzt eigentlich gar nicht so mein Plan. Jetzt war ich immer noch nicht hier, ne? Vielleicht sollte ich erstmal den Weg weitergehen. Hallo, Darkself. Auf dunklen Pfaden. Der Anfang einer großen Reise. Was? Jetzt erst der Anfang? Ach, hör doch auf jetzt. Ist Sephiroth hier? Keine Ahnung. Gefährlich sieht's auf jeden Fall aus. Allerdings. Vermeidet sinnlose Kämpfe. Vor allem mit kleinen Fischen. Na, du hast gut reden. Für mich sind das große Fische. Für mich auch.
Jo, ebenso. Cloud, bring uns da durch. Mach 2000. Nicht genug fürs Premium-Programm, nicht wahr? Wovon redest du denn? Tja, Cloud? Oh mein Gott, nein! Nee, da... Oh mein vorsichtig. Gott, diese Anspielung gerade. In diesem Stollen. Du alte Sau, Aris. Abgebaut. Du alte ihr, Sau. Was das ist? Ich glaube, ich habe schon mal davon gehört. Oh, wie die uns ins Chat reintritt. Ey, das soll nicht wahr sein. Volle Punktzahl für beide von euch. Kleine Hexe. Außerdem war es noch tierisch viel wert. Soweit ich weiß, konnte es nur hier abgebaut werden. Ja, danke. Das ist eine Anspielung auf den vorherigen Teil. Schließlich habe ich früher im Bergbau gearbeitet. Edelmetalle sind sowas wie mein Steckenpferd. Dann können wir ja auf Mithrilsuche gehen. Könnten wir, aber es wäre es wohl nicht wert. Shinra hat es nämlich geschafft, das Zeug auf künstliche Art herzustellen. Ist genauso hart und glänzend wie das Original. Ja, bei mir ist alles klar, sagst du bei dir? Materiaverfeinerung. Ah, wirklich? Vielleicht. Die ist ja fast so schlimm wie ich, diese kleine Teufel unserer Aris. Ja. Endlich zu Hause nach einem sehr anstrengenden Arbeitstag. Dann erhol dich auf jeden Fall ein bisschen. Aber jetzt sind wir in den Minen. Oh, die Musik, ey. Wunderschön. So, sehr geil. Hat sich jetzt einiges hier geöffnet, ne? Wir können jetzt Ether und Superspray herstellen. Und eine Goldnadel. Ne, die kann ich erst später. Aber hat sich jetzt ein bisschen was geöffnet hier. Cool. So groß kann die war.
Wenn man selbst FF14 spielt und sich gerade fragt, woher die Geräusche kommen und dann merkt, ach ja, Stream. Das kann durchaus verwirrend sein, ja. History of the Mithril Mine. Eine schöne Mine. So, hier kann ich ein paar Sachen kaufen.